Spezialeinheiten tief im Feindesland. Hier wird gerade Ugandas neuester Actionfilm gedreht. Kameramann und Regisseur Isaac Nabwana. Die Schauspieler müssen dieselbe Szene immer wieder spielen. Isaac hat nur eine Kamera und er braucht verschiedene Einstellungen für den Schnitt. 5 Szenen will er heute drehen. Nach einer Stunde Zwangspause. Zeit, die nächste Szene vorzubereiten. Sie füllen Kunstblut in ein Kondom. Und er soll gleich erschossen werden. Als der Regen nachlässt, geht es weiter. Okay, Action! Wak Hollywood ist das verrückteste Filmstudio Afrikas. Filme aus dem Slum für den Slum. Für heute müssen sie die Dreharbeiten abbrechen. Es braut sich ein Gewitter zusammen. In Uganda ist Regenzeit. Rückzug in den Probenraum. Besprechung fürs nächste Wochenende. Alle hier sind nervös. Sie sind zu einem Festival eingeladen, 200 Kilometer von hier entfernt, am Nil. Zum ersten Mal wird Wak Hollywood dort auf die ugandische Oberschicht treffen. Einige Darsteller werden zum ersten Mal die Stadt verlassen. Wir wollen dort einen Kurzfilm drehen, ihn vor Ort schneiden und vorführen. Darin soll die Tochter des Festivaldirektors gekidnappt werden. Und am Ende rennt sie auf die tanzende Menge zu. Die Bösen fangen an zu schießen. Dann schreien alle und sterben. So stelle ich mir das vor. Die Dreharbeiten für heute abgesagt. Wakaliga liegt vor den Toren der Hauptstadt Kampala. Es gibt kein fließendes Wasser, nur eine Kloake, die jetzt in der Regenzeit über die Ufer tritt. Oft fällt der Strom aus. Die meisten hier bitterarm. Dennoch hat Wak Hollywood hier mehr als 40 Actionfilme produziert. Am Abend kommt wenigstens der Strom zurück. Isaac schneidet bis spät in die Nacht. Isaac hat sich alles selbst beigebracht. Das Schneiden, das Drehen, das Schreiben, die Spezialeffekte. Im Kino war er noch nie. Seine Idole kennt er aus Erzählungen. In den 80ern, während des Krieges, als ich Kind war, da haben sich meine Brüder in die Videohalls geschlichen. Danach erzählten sie mir die Geschichten. Das weiß ich noch ganz genau. Wie Bud Spencer Leute vermöbelt. Schwarzenegger, Bruce Lee, Chuck Norris. Ich konnte die Bilder förmlich sehen, als ob ich selbst im Kino gewesen wäre. Meine Brüder sind super Geschichtenerzähler. Erst wollte ich wie Chuck Norris sein, aber dann habe ich gemerkt, ich will lieber meinen eigenen Chuck Norris schaffen. Vor 10 Jahren fängt er an, Filme zu machen. Geld hat er damals keines. Also baut er sich selbst einen Computer aus Ersatzteilen, leiht sich eine Kamera und trommelt seine Freunde zusammen. Du brauchst nicht viel Geld. Du musst nur kreativ sein. Ich habe damals mit einem von der Armee geredet, weil ich Waffen wollte. Er hat mich ausgelacht und gesagt, nein, 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 für einen Film brauchst du 400 Millionen Dollar. Ich habe gesagt, nein, wie kannst du sowas sagen? Was kostet denn ein Faustschlag? Wie viel? Dann hat er mich weggejagt. Da sie kein Geld haben, bauen sie alles selbst. Vor allem Dauda, der Chefmechaniker. Ein Stativ aus einem Wagenheber, einen Kran aus Autoteilen und Waffen wie diese aus Abwasserrohren. Bukenya trainiert die Kinder im Kung Fu. Er selbst hat sich alles von Bruce Lee-Filmen abgeschaut. Aus Wak Hollywood wird eine Gemeinschaft, eine Ansammlung von Talenten. Keiner wird bezahlt. Apollo zum Beispiel, der heute für alle kocht, verdient sein Geld als Gemüseverkäufer auf dem Markt. Andere reparieren Motoren oder machen Schuhe aus alten Reifen. Aber die meiste Zeit fließt in die Filme. Einer der ersten Filme, die hier entstehen, heißt Who Killed Captain Alex? Ein 60-minütiges Action-Wüten. Den Trailer stellen sie damals online. Und
Er wird zur Sensation. Millionenfach geklickt, überall auf der Welt. In New York sieht auch Alan Hofmanis den Trailer. Damals Programmdirektor eines Filmfestivals. Sein ganzes Leben arbeitet Hofmanis in der Filmbranche. When I saw Alex, just the trailer. Als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich nur Fragen im Kopf. Ich fand ihn erst interessant, lustig, verrückt, aber es ergab keinen Sinn. Du siehst ja sofort, dass da kein Geld drin steckt. Aber im Westen drehst du, wenn du kein Geld hast, Dialoge, vielleicht ein Familientreffen im Landhaus der Eltern oder sowas, aber du machst keinen Kriegsfilm. Hofmanis entscheidet sofort, er muss nach Uganda. 2 Wochen später ist er dort. Bilder von seinem ersten Tag, noch mit kurzen Haaren. Hofmanis kriegt sofort eine Hauptrolle. Isaac schreibt einfach schnell ein Skript um. Als erstes musste ich meine Waffe aussuchen. Und sie hatten eine ganze Galerie von selbstgebauten Waffen. Ich habe Rambos M60 genommen, die mit den Holzpatronen. Sie haben mir gezeigt, so musst du schießen. Hier fühlst du dich, als wärst du noch mal 10, als Baseballschläger Laserschwerter waren und Papas Gürtel die Peitsche von Indiana Jones. In einer Szene sagt Isaac, du stiehlst dein Auto. Fährst und springst raus. Alles klar. Also springe ich ins Auto, rase im Slum herum. Da sind Menschen, die Sachen auf dem Kopf tragen. Und plötzlich schmeißen sie das weg und rennen. Da habe ich erst verstanden, das ist kein abgeriegeltes Set. Im Westen hätte man Leute, die aufpassen und sagen, hier wird gedreht. Das war hier anders. Überall rannten Menschen, ich konstant auf der Hupe, weil ich musste. Es war total verrückt. Und Isaac auf dem Rücksitz mit der Kamera ist nur am Lachen. Also parke ich das Auto, springe raus und renne weg. Hofmanis bleibt und wird Teil Wakaliwoods. Seit 4 Jahren lebt er hier, spielt in Filmen mit und nutzt seine Kontakte in den Westen. Wakaliwood hat Fans auf der ganzen Welt. Isaacs Filme laufen auf Festivals wie hier in Montreal. Der Regisseur zugeschaltet per Skype. Für einen neuen Film über Ebola schicken die Fans gar selbstgedrehte Szenen nach Uganda. Wakaliwood hat zwar Fans überall auf der Welt, aber Geld haben sie immer noch keins. Das Budget für einen Film etwa $100. Anfang des Jahres starten sie eine Crowdfunding-Kampagne. How much money do we need? I think $160. To do a full action. Yeah. It'll be enough. Thank you for loving. Thank you. Please join. Am Ende bekommen sie über $13.000. Davon bezahlen sie das Schulgeld der Kinder. Sie kaufen Festplatten, weil es bisher keine Sicherungskopien gab. Und sie rüsten auch technisch auf. Kaufen einen Spielzeugpanzer und Explosionseffekte. Wir haben mehr für Spielzeugautos ausgegeben, als für den ganzen Film Who Killed Captain Alex. Und es ist lustig, als ich mit dem Arm voller Spielzeugautos hier ankam, die Kinder haben zwar geguckt, aber sie wussten genau, die sind nicht für sie, die sind für Isaac. The children look at them, but they know that's not for them. It's for Isaac. Außerdem fängt Dauda an, einen Helikopter zu bauen. Das Markenzeichen Wakaliwoods. Am Wochenende wollen sie ihn auf dem Festival zum ersten Mal einsetzen. Am Abend soll in diesem Slum-Kino Isaacs neuer Film gezeigt werden. Alan Hofmanis spielt darin Jesus. Hofmanis trifft den Betreiber des Kinos, Emmy. Aber Emmy ist mehr. Er ist ein sogenannter Video-Joker. Ein VJ, der Filme live kommentiert. Emmy übersetzt nicht nur. Er erzählt Witze, erfindet eine eigene Handlung, spult mal vor oder zurück.
Er macht seine eigene Show und ist in Uganda berühmt dafür. Hier im Slum sind die Schauspieler Stars. Aber wie reagiert die ugandische Oberschicht? Der nächste Morgen. Abfahrt zum Festival. Dauda macht sich mit dem Helikopter auf den Weg. Das Team folgt im Bus. Auf dem Festival hippe Uganda. Künstler und Musiker. Viele junge Westler. Und alle wollen sie mitspielen, als die Dreharbeiten beginnen. Isaac sagt, wir töten jeden, der will. Action! Action! Cool. Action! Dann der Höhepunkt, der Einsatz des Helikopters. Sie haben extra einen Kran besorgt. Für $70. So viel kosten manche ihrer Filme nicht. Aber das hier ist ihnen wichtig. Das war total erfolgreich. Zum ersten Mal war der Helikopter in der Luft und da gehört er auch hin. Isaac schneidet die ganze Nacht. Denn schon am nächsten Tag muss der Film fertig sein. Wakaliwood schafft, was nur das Kino kann. Für einen Moment sind Slum und Oberschicht ganz nah beieinander.